Jojo, wir haben Johannes vs. Craze und beginnen mit der Hinrunde von Johannes. Niemand ist sich klar, was du für ein Schwachsinn redest. Craze, das ist kein Style, das nennt man Taktprobleme. Du bist der, der von sich selber jede Line abkriegt. Sagst du, wer ein Kiffer und rappst gegen ein Blatt. Vom Flow her klingt Johannes noch ziemlich unroutiniert, gerade im Vergleich mit Ohr auf jeden Fall noch eine sehr deutliche Steigerung in Sicht. Es gab jetzt ein paar Flowfehler, aber auch nicht so viele. Es ist aber teils sehr monoton gehalten, also wirklich mehr sprechen als reden, weshalb ich 6 von 10 Flowpunkte gebe. Video haben wir erstmal eine sehr schöne Qualität, auch eine lustige Idee eigentlich mit dem Regenschirm. Bloß mangelt es sehr an der Performance, dass man nicht wirklich sieht, dass der Track zum Video nun gehört, weshalb ich 4 von 8 Videopunkte gebe. Bei der Technik muss ich sagen, dass das von dem Battle her, generell auf beiden Seiten von der Technik her, die schwächsten Runden waren so. Aber hier ist es halt echt sehr zweckig und inhaltslos, weshalb ich 2 von 6 Technikpunkte gebe. Vom Soundbild kann ich eigentlich nicht sehr viel bemängeln. Der Sound klingt eigentlich sehr rein, ist eine gute Mische. Das Einzige, was bemängelt werden kann, ist halt der monotone Klang von dir halt, was noch eher auch zum Flow gehört, weshalb ich 4 von 5 Soundpunkte gebe. Entertainment haben wir 1,5 von 3 Punkte und 1 extra Punkt. Somit kommen wir auf eine Gesamtzahl von 19,5 Punkte für die Hinrunde von Johannes. Und wir machen weiter mit der Rückrunde von Craze. Was willst du, Hunde, soll mir von Takt erzählen? Sprich die ganze Zeit, kein Witz, Hannes, sei leise, du redest nur von Taktproblemen. Sprechgesang, doch du nimmst das Sprechen einfach viel zu ernst. Die Runde ohne dich hätte dir den Sieg verschafft. Doch du scheißt rein, indem du einen Part aufnimmst. Vulpa-Effekt, weil du wie ein Diktiergerät klingst. Eure Runden gegen mich sind ja im Prinzip dieselben. Versteckt euch gegen mich im Battle hinter Feature-Gästen. Craze hat eigentlich einen ziemlich nicen Flow, hat so einen eigenen Style, würde ich mal behaupten, schon fast so. Er hat auf jeden Fall eine druckvolle Stimme auch. Was hin und wieder ein bisschen störend ist, sind die kleinen Flow-Fehler so, weshalb es auch nur für 9 Punkte reicht. Vom Flow her kann ich deshalb nicht wirklich was bemängeln. Das Video ist auch sehr nice gemacht, sieht sehr aufwendig aus, würde ich mal behaupten, ist es auch gewesen. Deshalb gibt es 8 von 8 Videopunkte. Was nicht so nice ist, ist auf jeden Fall die Technik, wie gesagt. Da würde ich auch nur 2 von 6 Punkte geben. Der Sound ist vom Klangbild eigentlich fast perfekt, außer dass es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu leise ist, weshalb ich 4 von 5 Punkte gebe. Entertainment gebe ich 2 von 3 Punkte und 2 von 3 extra Punkte. Somit haben wir für die Rückrunde von Craze eine Gesamtpunktzahl von 28,5 Punkten. Wir machen weiter mit der Hinrunde von Craze, wo ich ihn auch leider tatsächlich nur 0 Punchline-Punkte für geben kann, weil da jetzt meiner Meinung nach kein wirklicher Punch drin war, nichts, was ich irgendwie bewerten konnte. Wo es aber für die Vollpunktzahl gibt, ist Flow. Da gibt es 10 von 10 Punkte, da gibt es meiner Meinung nach nichts zu bemängeln, keine Flow-Fehler. Vom Video würde ich sagen her, ist es noch okay, es ist jetzt nichts Aufwendiges so, es sind auf jeden Fall ein paar Schnitte mit drin, es wurde gut performt so, deshalb gebe ich noch 4 von 8 Punkte. Technik kann ich nur 2 von 6 Punkte geben, die Technik fällt halt echt nicht so gut aus, so beispielsweise so wie, was ist ein lauchiger Lauchkörper so. Das ist halt ein mega starker Zweckreim, so. Also du kannst gut flowen, so, du weißt, wie man rappt, so, allerdings hast du Probleme, ja, einfach halt richtige Punchlines zu schreiben, so, und das wirkt sich halt auch auf die Technik aus. Sound her gibt es aber auch 5 von 5 Punkte, Entertainment haben wir 2 von 3 Punkte, sowie 2 von 3 extra Punkte. Somit kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 25 Punkten für Craze und seine Hinrunde. Und zum Abschluss gibt's noch die Rückrunde von Johannes. Du hast einen lauchigen Lauchkörper. Bitte. Deine Wortdopplungen kann ich nicht so verstehen. Ich sag ja auch nicht, du bist ein beschissener Craze. Und du willst, dass Schnitzel-Tech trifft, meinst du etwa die Pack-Firma? Du kannst es halt nicht, weil du in Runden gar nicht ablieferst. Vom Text her alles immer noch ein bisschen sehr schwach so. Ich finde, beim Flow hast du dich aber sehr gesteigert so, weshalb ich 8 von 10 Flow-Punkte gebe. Video sieht auf jeden Fall ganz nice aus so, allerdings hast du nicht wirklich viel mit reingebracht so. Da ist jetzt nicht wirklich Performance mit drinne, weshalb ich einfach nur 2 Videopunkte geben kann. Auch 2 Technikpunkte, wie gesagt, der Text ist genau derselbe eigentlich wie bei Craze, so, es ist halt nicht viel Inhalt drin, so, und wenn, dann sehr weird und zweckig. Sound haben wir auch 4 von 5 Punkte, 2 Entertainment-Punkte und 1,5 Extra-Punkte. Somit haben wir eine Gesamtpunktzahl von 20,5 Punkten.